Freunde, heute gibt es mal wieder ein Vorstellungsvideo und zwar diesmal die neu erschienene 288 von Roku. So sieht der Karton aus. Ganz schön dick das Teil. Und bevor wir die gleich testen, ich muss sie eh noch einfahren, sie war noch nicht aus der Verpackung, zeige ich euch mal, wie die Verpackung aussieht. Ja, dann wollen wir das gute Stück mal öffnen. Als erstes zu sehen, wie packe ich dieses Modell aus? Ich weiß nicht, ob die Hersteller nicht vielleicht mehr sich wieder auf die Modelle konzentrieren sollten, als auf irgendwelche Verpackungen. Früher hatte ich auch jede Verpackung gehalten. Die waren wesentlich einfacher, haben garantiert auch weniger gekostet. Ja, aber das scheint ja so das Neue zu sein, dass man heutzutage sich umfangreiche Verpackungen machen, zulegen möchte. Noch ein Beizettel. Ach so, das ist für die Funktion vom Sounddecoder. Und dann wollen wir das gute Stück mal rausholen. Ja. Ich muss immer zwischendurch mal auf die Kamera gucken, ob ihr auch noch alles seht. Ganz normal Styropor. Und jetzt haben wir hier einen, ja, man kann schon sagen Vitrinenkasten, weil man könnte die Lok jetzt natürlich auch so, indem man das Inlay rausnimmt, irgendwo auf den Schrank stellen als Vitrine. Und ja, das ist natürlich schon ganz schick, aber ob das sein muss und das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Roku für diese Lok 600 oder sogar mehr als 600 Euro aufruft. Naja, mein Händler des Vertrauens hat mir geraten, auf jeden Fall den Deckel noch nicht abzunehmen, solange ich nicht diese vier Schrauben gelöst habe. Dann, wenn man sie wieder einpacken möchte, muss man sogar darauf achten, wie rum man die Lok in diese Verpackung reinstellt, weil sonst die Schrauben nicht passen. Also komplizierter kann es nicht sein. Na egal, wir packen sie jetzt einfach mal aus. Leichtläufig sind die Schrauben. Soweit alles gut. So, wie man sieht, die Lok ist auch immer noch fest durch das Inlay. Und jetzt wollen wir sie mal öffnen. Auch gar nicht so einfach. Oh, ich mache gerade was falsch. Nee, war doch richtig. Das gute Stück. Naja, wie gesagt, diese Lok hat zwei Motoren, zwei Decoder. Da kann man natürlich nur darauf hoffen, dass das alles vernünftig synchronisiert ist. Aber es wird wärmstens empfohlen, hier wirklich das Einfahren auch wirklich einzuhalten und nicht nur, ach ja, ich fahre jetzt 10 Minuten in die eine Richtung, 10 Minuten in die andere Richtung. Das sollte man nicht tun. Deswegen, ich werde jetzt die Lok erstmal einfahren und danach geht es dann weiter.
Ja, liebe Mobile-Freunde, ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde diesen Test jetzt hier auch abbrechen. Das, was ich gerade beim Einfahren alles erlebt habe, ja, das war, weiß Gott, nicht schön. Eigentlich hätte ich das sogar filmen müssen, aber die Kamera war nicht zur Hand. Ja, warum bin ich jetzt enttäuscht? Also, wie ich gerade während des Einfahrens in der Betriebsanleitung gesehen habe, handelt sich hier es hier nicht um eine Lok, die elektrisch miteinander verbunden ist. Nein, es sind zwei einzelne Loks, die lediglich mit einer stinknormalen Rokoko-Kurzkupplungskulisse miteinander verbunden sind. Das eine. Dann, das zweite, habe ich weder in dem Ersatzteillistenzettel gefunden, dass einer der beiden oder besser ja auch beide Loks einen Elko haben. Den haben sie nämlich nicht. Und das ist das große Problem. Was man auch nicht herausfinden kann anhand der Betriebsanleitung, welche Motoren da drin verbaut sind. Ich habe die Befürchtung, es sind nur die dreipoligen, weil die Stromübertragung der Lok ist wirklich, oder die Stromverarbeitung der Lok ist wirklich schlecht. Und so kommt es nämlich vor, dass man jetzt langsam losfahren will. Beide Motoren auch starten, also vom Sound her, und dann fährt man los. Also ihr merkt, ich bin echt schon ein bisschen entsetzt von Roko, dass dieses Gefährt da 600 € kosten soll. Ja, und einer der Motoren setzt aus. Und der andere Motor kämpft so lange, bis er den anderen Bereich der Lok wieder irgendwo so hingeschoben hat, dass sie vielleicht doch wieder Strom aufnimmt und weiterfährt. Dann allerdings nicht in dem Zustand, wie sie ja war, sondern eigentlich den Motor zwar schnell hochfährt im Sound, aber trotzdem erstmal hinterherkommen muss. Das heißt also, in dieser Zeit kratzt die andere Seite der Lok die ganze Zeit schön auf ihren Haftreifen rum. Und ich frage mich, warum? Wir reden hier wirklich über 600, teilweise 629 €. Es ist das Problem, pro Lokseite einen Elko einzubauen. Einen vernünftigen fünfpoligen Motor. Besser wäre, warum überhaupt noch diese drei- und fünfpoligen Motoren? Es gibt heutzutage so schöne andere Motoren von anderen Herstellern, die überhaupt nicht mehr kohleabhängig sind und wesentlich besser sind. Und so teurer sind die auch nicht. Und bei dem Lokpreis kann ich, glaube ich, auch so einen Motor da reinsetzen. Ja, wie gesagt, ich breche das Ganze dann jetzt hier ab. Wir werden die Tage dann noch mal ein bisschen uns die Einstellung der Lok-Decoder anschauen und ob da noch was zu optimieren ist. Sollte das der Fall sein, wird es einen zweiten Teil von diesem Test geben. Sollte es nicht sein und ihr seht keinen zweiten Teil, dann wisst ihr ganz genau, diese Lok ist zurück zum Hersteller gegangen. In dem Sinne, schönen Tag noch, viel Spaß an eurem Hobby. Es tut mir leid, nichts Besseres berichten zu können von dieser Lok.